Hallo Fahrerfreunde, auf eurem Bosch E-Bike Display erscheint Fehler 502 und ihr wollt jetzt wissen, was dahinter steckt. Es ist eigentlich recht einfach, es steckt dahinter ein Fehler in der Beleuchtung. Das heißt, checkt als allererstes mal eure Lichtanlage, ob nicht vielleicht wie hier, vielleicht irgendwo ein Kabel abgerissen ist oder ein Kabel nicht mehr richtig gesteckt ist. Wenn das der Fall sein sollte, steckt das natürlich wieder rein und schaltet das System mal aus und wieder ein und guckt, ob der Fehler immer noch da ist. Wenn ihr keine sichtbar losen Steckverbindungen bei eurer Beleuchtung sehen könnt, dann müsst ihr das Rad mal beim Händler vorbeibringen oder einfach mal für eine längere Zeit, so 10 Sekunden ausgeschaltet lassen und dann wieder einschalten. Vielleicht hat sich das dann auch schon erledigt. Ist so ein Klassiker, eine Weile ausgeschaltet lassen und wieder einschalten und dann ist der Fehlercode auch wieder verschwunden vom Display und ihr könnt weiter Lucky E-Biken.